Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Vergnügungsparks sind einer der beliebtesten Orte auf der Welt, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Leider gibt es in einigen Vergnügungsparks Attraktionen, die aus bestimmten Gründen geschlossen werden mussten. Deshalb zeigen wir euch heute 10 Freizeitparkattraktionen, die geschlossen werden mussten und auch aus welchem Grund. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Don Quixote ist einer der beliebtesten Einkaufsläden in Japan, in dem man die größten Rabatte bekommt. Es ist ein Geschäft, das eine breite Palette von Produkten anbietet, von Lebensmitteln bis hin zu Elektronik und Kleidung. Aber wenn ihr dieses Geschäft in Osaka besucht, werdet ihr etwas bemerken, denn es gibt eine Attraktion, die an einem Gebäude angebracht ist. Soweit ich weiß, ist diese Attraktion noch geöffnet, aber es gibt auch eine Halfpipe-Achterbahn auf dem Dach eines 8-stöckigen Geschäfts. Obwohl die Achterbahn hätte in Betrieb genommen werden können, erhielt das Unternehmen wegen möglicher Lärmbelästigung nicht die erforderlichen Genehmigungen für den Betrieb. Die Achterbahn wurde dann auf dem Dach belassen, weil ihr Abbau noch teurer geworden wäre. Nummer 9. The Volcano Blast Coaster war eine beliebte Attraktion in Doswell, Virginia, USA. Sie war die erste umgekehrte Achterbahn, das heißt, sie fährt unter den Schienen hindurch. Sie war einst eine der aufregendsten Fahrten im King's Dominion Vergnügungspark. Ein Teil der Achterbahn ist in einem künstlichen Vulkan eingeschlossen, der seit 1979 errichtet wurde. Der Vulkan hatte vor dem Blast Coaster viele andere Fahrgeschäfte, aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Volcano Blast Coaster eine der besten Fahrten im Freizeitpark war. Leider musste die Achterbahn, die satte 20 Millionen Dollar gekostet hat, aufgrund der Unzufriedenheit der Gäste und Problemen mit der Unzuverlässigkeit geschlossen werden. Im Jahr 2019 wurde daher die endgültige Entscheidung getroffen, die Achterbahn abzubauen. Nummer 8. Der Adlerflug ist eine Attraktion in einem Vergnügungspark in Berlin, Deutschland. Sie wurde nach Kommentaren von Menschen in den sozialen Medien über ihr Design verboten. Der Besitzer des Parks, Rüdiger Braun, war begeistert, als er die neue Attraktion ankündigte. Aber die Werbung, die die Attraktion erhielt, war leider nicht gut. Tatsächlich besteht die Attraktion aus einem Satz von 4 adlerförmigen Wagen, die sich drehen. Wenn diese sich zu drehen beginnen, ist ein Hakenkreuz-Symbol zu sehen. Wie ihr wisst, wurde das Hakenkreuz-Symbol von Nazi-Deutschland verwendet. Dies war ein dunkler Teil der Geschichte und deshalb verbot die Regierung die Verwendung dieser Art von Symbolen. Der Besitzer des Vergnügungsparks hatte jedoch keine Ahnung, dass seine Attraktion so aussah und entschuldigte sich deshalb. Die Attraktion wurde schließlich vorübergehend geschlossen, damit sie umgestaltet werden konnte. Nummer 7. Der Action Park in Vernon Township, New Jersey, USA öffnete 1978 seine Pforten und wurde schnell zu Amerikas gefährlichstem Wasserpark. Der Park erlangte einen Ruf für schlecht konzipierte Fahrgeschäfte, unerfahrenes Personal und vor allem für schlechte Sicherheitsprotokolle. Es wurden 6 Unfälle registriert, aber Gerüchten zufolge gab es noch viel mehr und der Park vertuschte die Vorfälle. Eines der beliebtesten Fahrgeschäfte im Park war die Alpenrutsche, bei der die Gäste auf ein Gerät mit Rädern traten, das manchmal eine beschädigte oder gar keine Bremse hatte. Außerdem gab es den Tidal Wave Pool, ein zu tiefes Becken mit zu starken, etwa 1 Meter hohen Wellen. Aber die berüchtigste aller Attraktionen war der Cannonball Loop, eine geschlossene Wasserrutsche, die am Ende eine Schleife bildet. Aufgrund der vielen Probleme mit all diesen Attraktionen wurde der Action Park schließlich 1996 geschlossen. Nummer 6. Der bekannte Film Der weiße Hai unter der Regie von Steven Spielberg wurde 1975 von Universal Pictures in die Kinos gebracht. Er wurde zu einem der erfolgreichsten Haifilme überhaupt. Der Film war sogar so populär, dass die Universal Studios Florida 1990 beschlossen, eine gleichnamige Attraktion zu eröffnen, die auf dem Film basiert. Das Konzept der Attraktion bestand darin, die Gäste auf eine Fahrt durch die Gewässer von Amity Island mitzunehmen. Und der Höhepunkt der Fahrt war der animatronische Hai, der aus dem Wasser auftaucht. Obwohl es eine brillante Idee war, hatte die Attraktion anfangs Probleme mit einigen Fehlfunktionen. Das liegt daran, dass sich Animatronik und Wasser nicht besonders gut vertragen. Aber dank der Bemühungen und der vielen Verbesserungen, die später vorgenommen wurden, fand der Freizeitpark, dass die Attraktion zu teuer im Unterhalt war. Daher wurde sie 2012 offiziell geschlossen, um Platz für die Erweiterung von The Wizarding World of Harry Potter zu schaffen. Allerdings gibt es eine Jaws-Attraktion in den Universal Studios Japan. Wenn ihr die also ausprobieren möchtet, solltet ihr mal einen Urlaub in diesem japanischen Themenpark buchen. Nummer 5. Islands of Adventure war einer der beliebtesten Themenparks der Universal Studios. Der Park wirbt damit, dass er der Ort ist, an dem Superhelden und magische Kreaturen Wirklichkeit werden. Und eine der beliebtesten Attraktionen waren die duellierenden Drachen.
Die Dueling Dragons wurden 1999 eröffnet und bestanden aus zwei verschiedenen Achterbahnen. Die eine hieß Feuer und die andere Eis. Aber im Laufe der Zeit wurden die Namen geändert. Das Besondere an dieser Attraktion war, dass man während der Fahrt sehr nah an die andere Achterbahn herankam. Die Attraktion konnte Geschwindigkeiten zwischen 88 und 97 km pro Stunde erreichen. Aufgrund von Sicherheitsbedenken wurde die Attraktion jedoch 2017 offiziell geschlossen. Nummer 4. Wenn wir über Vergnügungsparks sprechen, dürfen wir natürlich das Riesenrad nicht vergessen. Es ist eine der beliebtesten Attraktionen der Welt. Das allererste Riesenrad wurde 1893 von George Washington Gale Ferris Jr. gebaut. Das Ferris Wheel, wie es im Englischen heißt, wurde also nach ihm selbst benannt. Das Riesenrad war ursprünglich nicht als Karnevalsattraktion gedacht, sondern für die Pariser Eiffelturm-Ausstellung von 1889. Nur 19 Wochen nach seiner Einführung nutzten mehr als 1,4 Millionen Menschen das Riesenrad. Die 20-minütige Fahrt kostete 50 Cent. Im Jahr 1904 wurde es Teil der Weltausstellung in St. Louis. Später hatte die Attraktion jedoch mit finanziellen Problemen zu kämpfen und wurde sogar verklagt, weil sie als nicht sehr sicher galt. Im Jahr 1906 wurde sie schließlich mit 90 Kilogramm Dynamit weggesprengt. Nummer 3. Das Ereignis von Tschernobyl ist die größte Nuklearkatastrophe der Geschichte und ereignete sich am 26. April 1986 in der ukrainischen Stadt Tschernobyl. Die daraus resultierenden radioaktiven Abfälle beeinträchtigten das Gebiet und seine Umgebung über Jahrzehnte. Am 1. Mai 1986 sollte hier ein Freizeitpark eröffnet werden. Mehrere Quellen berichten, dass einige Attraktionen sogar vorübergehend geöffnet waren, um eine Panik zu vermeiden. Doch schon bald musste die gesamte Stadt evakuiert werden. Heute sind die Attraktionen, insbesondere das Riesenrad, zu einem Symbol für das Ereignis von Tschernobyl geworden. Im Jahr 2011 öffneten die Behörden das Gebiet für Touristen und ihr könnt mit einem Reiseführer dorthin gehen. Aufgrund der hohen Radioaktivität in dem Gebiet werden das Riesenrad und die übrigen Attraktionen wahrscheinlich für immer geschlossen bleiben. Nummer 2. Die Achterbahn Son of Beasts auf King Island in Ohio, USA war eins der Weltrekordhalter für die schnellste, höchste und längste Holzachterbahn der Welt. Die Achterbahn war 2243 Meter lang und erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 125 km/h. Son of Beast ist auch die einzige Holzachterbahn mit einem Looping. Sie wurde jedoch aufgrund von Wartungsproblemen bald wieder entfernt. Insgesamt brach diese Achterbahn nicht weniger als 7 Weltrekorde. Die Achterbahn wurde im Jahr 2000 zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und obwohl die Achterbahn viele Meilensteine erlebt hat, lief es anfangs nicht reibungslos. Im Jahr 2006 wurde die Achterbahn Son of Beasts beschädigt, sodass alles zum Stillstand kam. Im Jahr 2009 gab es einen weiteren Vorfall. Nach reiflicher Überlegung beschlossen die Betreiber des Freizeitparks 2012, die Achterbahn endgültig abzureißen. Das seht ihr hier gerade. Nummer 1. Wenn es einen Weltrekord für die verrückteste Attraktion gibt, dann ist es die Wasserrutsche namens Verrückt in Kansas City, USA. Der Name selbst bedeutet auf Deutsch verrückt. Sie wurde im Juli 2004 als die höchste Wasserrutsche der Welt mit einer Höhe von 51,38 Metern eröffnet. Zum Vergleich, diese Attraktion war höher als die Niagara-Fälle. Die Wasserrutsche konnte eine Geschwindigkeit von 113 km/h erreichen. Damals gewann sie sogar mehrere Preise als beste neue Wasserparkattraktion der Welt. Dieser Ruf verblasste jedoch bald, als es zu mehreren Zwischenfällen kam. Der Wasserpark wurde im August 2016 geschlossen und hat seitdem auch nicht mehr geöffnet. Diese Ereignisse führten sogar dazu, dass die Sicherheitsmaßnahmen von Freizeitparkattraktionen überdacht wurden. Welche Attraktion würdest du gerne mal besteigen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.